Albana endlich wieder bei ihrer Familie. Die 20-Jährige ist am Nachmittag zurück in Tettnang. Am Samstag steht sie noch im Europapark in Rust. Sie wird zur zweitschönsten Frau Deutschlands gewählt. Also ich fühle mich eigentlich wie immer genau gleich, nur dass jetzt echt ein Druck abgefallen ist. Weil das war 3 Wochen weg von zu Hause, 3 Wochen eigentlich auf sich alleine gestellt mit den ganzen Mädels zusammen. Und wir haben alle eigentlich, ja, alle unsere Familien vermisst. Die Krone hat sie also nicht bekommen. Als Vize-Miss Germany aber einen Ring und jede Menge Preise von den Sponsoren. So viele Geschenke, dass Albana erstmal im Internet nachschauen muss, um alles aufzuzählen. Ein Handy, Kleider und einiges mehr. Schmuck, Ed Hardy-Klamotten, habe ich schon gesagt. Alles Mögliche, also ich kann alle gar nicht alles aufzählen. Die Familie war in Rust mit dabei, hat mitgefiebert und den großen Auftritt der 20-Jährigen mit einer Videokamera und mit Fotos festgehalten. Beim zweiten Platz habe ich gedacht, okay, jetzt sollte bloß nicht ihr Name kommen, dass er erst dann beim ersten kommt. Aber als er noch gefallen ist, war es trotzdem auch eine Freude gleichzeitig, aber auch etwas Enttäuschung. Schöne Kleider, Fotografen, der Laufsteg. Ein Mädchentraum. Für Albana ist er wahr geworden. Wenn auch nicht Platz 1, Albana ist stolz. Enttäuscht bin ich gar nicht. Also ich wundere mich selber. Ich bin schon so der Typ, der will immer gewinnen. Aber irgendwie sehe ich das hier als den wahren Gewinn. Weil ich bin jetzt, ja, ich bin Vize-Miss Germany. Sowas kann nicht jeder sagen. Eigentlich, sagt sie, ist der zweite Platz sogar besser. Nicht so viele Verpflichtungen und Termine wie die Siegerin. Viel Raum, selbst zu entscheiden, wie es weitergeht. Natürlich schaue ich, was sich anbietet, wenn sich was in Richtung Moderation anbietet oder Fernsehen, alles kein Problem, mache ich gerne. Und ja, also ich habe auch viele Jobs schon von den MGC-Leuten, also Miss Germany Corporation. Da bin ich auch schon gefragt und die ersten drei werden noch in die Dominikanische Republik fliegen zusammen, auch Fotoshootings machen und in die Richtung geht es auf jeden Fall noch ein bisschen weiter. Wie aber geht es jetzt weiter? Die Vize-Miss Germany wird weiter in Konstanz zur Uni gehen. Einfach schauen, was sich ergibt. Im Terminkalender einige Auftritte mit der Erst- und Drittplatzierten. Ansonsten ist alles offen. Die 20-Jährige ist gespannt und lässt es auf sich zukommen. Das Leben als zweitschönste Frau Deutschlands.